Meine Freunde, willkommen zurück zu einem kleinen neuen Projekt. Und zwar City of Emotion 2. Ja, das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ich sag mal, es hat ein bisschen Ähnlichkeit zu Transport Fever 2. Allerdings nur ein ganz klein wenig. Und zwar haben wir hier unsere Stadt. Wenn wir zu unseren Bereichen. In der müssen wir jetzt so eine Infrastruktur einrichten. Dazu können wir bauen Bus, O-Bus, Oberleitung, Straßenbahn, U-Bahn und Wassertaxis. Wassertaxis lassen wir erstmal außen vor, die brauchen wir nicht, genauso wie die U-Bahn. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal eben, wo wir denn am besten was errichten könnten. Ist halt die Frage, ne? Fangen wir am besten an, in der großen Stadt, in dem kleinen Stadtteil. Also wir fangen vielleicht erstmal hier im großen Stadtteil an. Das ist ja schon eine Möglichkeit, die wir hätten. Hier ist nämlich schon auch eine. Gibt Straßen, wo schon Buslinien sind? Die können wir eigentlich immer sehr gut nutzen. Und dann fangen wir erstmal an mit einer Busdepot. Dann ist die Frage: Nehmen wir direkt die großen oder fangen wir erstmal mit den kleinen an? Die kleinen sind halt. Wir fangen erstmal mit den kleinen. Die sind halt um einiges billiger, die kleinen, ne? Und zwar da und da. Da war ja ein Weg hin. Haben aber auch wieder zurückfahren möchten. Deswegen die zwei. Und dann müssen wir gucken. Hier ist der Radius, in dem die eingebunden werden, die Häuser. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das so machen, dass wir die Bushaltestelle so nah aneinander machen, dass es quasi noch im selben Bereich liegt, sondern ich ziehe das immer gerne so ein bisschen auseinander. So und so. Und so. So, das waren jetzt erstmal diese Linie hier. Hier oben müssen wir gucken, was wir machen. Weil wir unter Umständen ja noch andere Linien dann dazu treffen werden. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal diese eine. Dazu gehen wir hin. Neue Linie erstellen. Fangen beim Depot an und folgen dann unserer besagten Linie. So. Das war die letzte, ne? Okay. Dann geht's wieder zurück. Da möchte ja Busse fahren ja auch immer so in beide Richtungen. Und da meckert der oben schon. Nicht genug Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen gucken. Vier Fahrzeuge brauchen wir. Dann müssen wir erstmal aufs Depot klicken, Fahrzeuge kaufen. Kaufen wir erst die kleinen oder kaufen wir direkt die großen? Wir fangen mit den kleinen an. 1, 2, 3, 4. Kaufen. Und da fährt auch schon der erste Bus los. Dann halten die hier in ihren Stationchen. Station. Und nehmen die Fahrgäste, wenn welche da sind, mit. So, dann habe ich gesehen, hier war auch noch eine Linie. Ne? Ja, genau. Das machen wir. Da habe ich noch direkt eine Idee zu. Und zwar setzen wir hier nochmal zwei Haltestellen dabei. Dann hier, vielleicht weiß der eine oder andere schon, worauf ich hinaus möchte. Dann hier, dann da und dann geht's hier zurück. Jetzt ist die Frage, setzen wir ein neues Depot auf? Ne, wir nehmen das, was wir schon haben, würde ich sagen. Und erstellen direkt noch eine Linie. Zap, zap, zap. Da lang, dann haben wir gesagt, fahren wir hier längs, halten hier und da und dann zurück. Dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit umzusteigen zwischen den beiden Linien. So, dafür brauchen wir tatsächlich mehr Fahrzeuge, sondern direkt, auch dafür brauchen wir direkt 7 Fahrzeuge. Das heißt, wir kaufen schnell die 7 und haben hoffentlich jetzt genügend Fahrzeuge zur Verfügung. Und man sieht hier, wir warten tatsächlich schon unsere ersten Fahrgäste. Wir lassen den Takt jetzt erst einmal so laufen, würde ich mal sagen. Aber ich habe direkt noch eine Möglichkeit für noch eine Linie entdeckt. Jetzt müssen wir eigentlich aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt 25 Linien machen und die nachher einfach nicht gut laufen. Das ist natürlich dann nicht gut. Das heißt, wir müssen eben, dann fährt er auch hier lang, dann fährt er da lang. Hält er hier und fährt hier weiter. Also zurück, eher gesagt. So. Damit hätten wir wieder was erschlossen. Jetzt ist. Könnten wir natürlich auch da. Ja, ich setze schon mal das Depot, damit ich weiß, dass ich da Pläne habe in der Ecke. Noch eine Linie erstellen. Und wieder das Depot hinzufügen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Linien an das Depot dran knallen. Sonst, nicht, dass wir nachher zu viele Fahrzeuge haben, die ins Depot rein und raus wollen. Dann gibt es nachher Stau. Das wollen wir ja nicht. Sonst müssen die Leute wieder warten, die Busse kriegen Verspätung.
Das möchte ich eigentlich sehr, sehr ungern riskieren. Dafür brauchen wir wieder 7 Fahrzeuge dabei. Das heißt, wir kaufen nochmal 7. 3, 4, 5, 6, 7 kaufen. Damit wäre die Linie auch bedient. Dann beschleunigen wir mal kurz, damit mal ein paar Fahrzeuge auf die Linien kommen. Okay. Dann hatte ich gesagt, dass wir noch ein paar mehr Linien machen. Und zwar die beiden. Allerdings lasse ich die beiden hier ausleuchten. Ja, genau, das ist eine Idee. Das machen wir doch glatt. Dann setzen wir hier. Dann ist hier nämlich die Ecke auch direkt mit angebunden. Dann lassen wir den hier lang laufen. Und dann kommt der hier hin. So. Dann hätten wir nochmal direkt 2 Linien hinzugefügt. Und diese beiden Linien enden hier bei der. Dann haben wir da auch nochmal eine Umsteigesituation. Der Grund, warum ich das jetzt nicht da mache, wo die anderen waren, ist einfach, dass sonst so lange Wege für die Strecken sind. Und man will ja nicht kilometerweise rumfahren müssen, um ans Ziel zu kommen. Jetzt hätten wir natürlich auch direkt mit O-Bussen starten können, aber das ist so teuer, weil man dafür die ganzen O-Bus-Leitungen braucht. So. Und das geht halt ins Geld. Aber später werden wir das auf jeden Fall nochmal machen, dass wir da ein paar O-Busse reinhauen. Dafür brauchen wir 5. 1, 2, 3, 4, 5 kaufen. Und noch die letzte Linie erstellen. Und dann lassen wir nochmal ein bisschen schnell vorlaufen, damit ein paar Busse auf die Linie kommen. Ich will halt gucken, dass wir möglichst auch Umsteigesituationen haben, dass man quasi zwischen Linie und Linie ohne Probleme so wechseln kann. Wie ihr seht, haben wir jetzt nämlich schon einen ganzen Haufen Linien quasi eingerichtet. So. Einige Fahrscheinpreise sind zu hoch. Genau, da kann man nämlich hingehen. Hier Wirtschaftsfenster. Da sehen wir erstmal unseren Ausgabengewinn. Fahrscheine zum Beispiel machen wir gerade 320 plus. Dann Energie, Wartung, die Fahrer kosten Geld. Wir können es in Kredit nehmen, das machen wir aber nicht. Dann haben wir Angestellte. Wir könnten mal eben 2 Schwarzfahrer einstellen. Desto mehr wir einstellen, desto mehr werden erwischt und desto höher der Preis, desto mehr werden auch erwischt. Dann haben wir hier Fahrpreise. Und die müssen wir immer gucken, dass wir die im grünen oder im weißen Bereich halten. Man kann auch ab und zu in den orangenen Bereich, aber das ist nicht so ganz so Sinn der Sache. So. Dann haben wir erstmal ein paar Linien gestaltet. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir schon im nächsten Bereich weiter? Quasi hier, haben wir hier schon irgendwas vorgegeben? Ja, hier haben wir tatsächlich schon was vorgegeben. An Linien. Eine Linie haben wir vorgegeben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir von hier... Hier kann ich doch noch welche hinbauen. Hier, da eine hin. Und dann noch eine hin und dann die Linie noch anbinden, ne? Dann führe ich die auch automatisch an die richtige Stelle, die Haltestellen. Also da muss man nicht gucken wie bei Transport Fever 2, dass man da die richtige, nach der richtigen Station die Station setzt, sondern der führe ich die automatisch ein. Theoretisch kann man den verbinden mit dem hier links. Oder man nimmt den. Aber dann wird der so lang, ne? Eigentlich das, was ich eigentlich nicht wollte. Aber so haben wir jede Linie angebunden. Fast jede Linie angebunden. Wenn wir hier so lang gehen und dann rüber. Nach hier. Hier hin. Ja, manchmal, wenn man was anklickt, dann nimmt er den Hintergrund mit rein und klickt dann so, wie die Fabrik jetzt hier zum Beispiel auch direkt mit an. Kann ich leider nicht viel machen. Jetzt ist die Frage... Wir setzen erstmal die ganzen. Wir machen erstmal die Linie einfach so erstmal fertig. Da eine Haltestelle hin. Da eine Haltestelle hin. Hier eine. Da haben wir nämlich nochmal Umsteigesituationen. Und hier noch eine zwischen, damit das auch abgedeckt ist. Hier eine zwischen. Da haben wir zwar eine gute Doppelbelegung. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich das meine. Hier habe ich direkt vorgeplant für noch eine Linie, die nämlich hier einmal außen rum geht. Die können wir auch mal direkt ausbauen. Die Strecke. Dann haben wir die nämlich auch schon mal ausgebaut und schließen die hier an eine andere Linie an. Und bis wohin ziehen wir die denn? Die Busspur geht ja bis hier, ne? Das heißt, wir können die da noch mit anbinden. Da lassen wir die auf dieselben Stationen laufen. Okay. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt erstmal, wie gesagt, um diese Linie hier. Müssen wir gucken, dass wir noch ein Depot errichten.
wo machen wir das am besten? Hier einfach hin. So, so ein bisschen außerhalb, aber das ist ja erstmal egal. Linie erstellen. Station verbinden. Dann haben wir nämlich da hinten den Bereich auch direkt mit eingebunden und überall einen guten Übergang zwischen den Linien gestaltet. Nehmen wir die. Schöner wäre es natürlich, wenn man jetzt so Busbahnhöfe gestalten würde, aber das geht halt auch massiv ins Geld. Wie ihr seht, haben wir schon 20.000 ausgegeben. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Reserve behalten für den Fall der Fälle, dass es mit dem Geld mal nicht ausreicht. Hier brauchen wir 8. So, dann haben wir da die 8. Dann kann von dem Depot aus direkt die Linie gestalten, ne? Oder nicht? Ja, ne? Sollen wir die auch bis dahin führen? Das ist schwierig, ne? Erst einmal machen wir hier nochmal eine Haltestelle hin. Eine da, dann haben wir da am großen, haben wir da halt eine riesengroße Umsteigemöglichkeiten, Situationsmöglichkeiten. Ja, komm, wir ziehen die durch bis hier hinten. Jetzt haben wir erstmal einen ganzen Haufen Linien schon erstellt, kann das sein? Hier wollte ich dir über dieselben mitlaufen lassen, habe ich gesagt. Kann ich hier eigentlich auch machen, ne? Sparen wir uns die Station auch wieder. Hier eigentlich auch. Nur hier halt nicht, weil da halt Busbahnhof, Umsteigebahnhof ist nachher. Aber hier kann ich ruhig die gleichen Stationen nehmen. Das ist ja eigentlich egal. Dann kann ich gleich die extra gesetzten Stationen einfach kurzerhand abreißen. Dafür brauchen wir 9 Fahrzeuge nochmal. 5, 6, 7, 8, 9 kaufen. Was ist denn das da? Buslinie 7. So. Können wir nicht. Die abreißen, die abreißen. Und die und die. Hinten habe ich die. Habe ich die auch über dieselben laufen lassen? Ja, ja. Können wir die auch wegmachen? So, okay. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann haben wir den Teil auch schon mit angebunden. Jetzt wäre die Frage, wir hatten eine vorgefertigte Linie, ne? Ja, die hier. Ja, passt doch perfekt. Dann machen wir die einfach weiter. Hier hin. Quasi als Zubringer für die Umschlagplatz-Situation da hinten. Und hier setzen wir dann das Depot hin. Und angebunden. Schon haben wir es angebunden. Das ist doch schön. Jetzt können wir da was regeln. So. Und ich würde sagen, mit der Linie war es das auch schon mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Checkt gerne die Playlist aus für mehr. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt jetzt geht, weil ich nebenbei ja noch Planet Coaster am Laufen habe. Life is Strange und ja, also sehr viel im Moment. Mal sehen, in welcher Reihenfolge, in welchen Abständen das kommt. Da lasst euch am besten einfach mal überraschen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.